Wir sind ein Jahr alt. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir den Wadelbeißer-Podcast ins Leben gerufen. Der Lokalsport im Landkreis Miesbach hat so viele Geschichten zu erzählen. Er ist so vielfältig und da haben wir uns gedacht, um das alles irgendwie mal in Wort zu fassen, haben wir einen Podcast ins Leben gerufen. Und letzte Folge zum Jubiläum hatte Sebastian ja Sabrina Zeug zu Gast. Aber mein Gast heute in Folge Nummer 16 ist auf jeden Fall genauso spannend. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Bahnradsportler, war 15 Jahre lang Radprofi und leitet jetzt die Geschicke beim RSV Irschenberg und dem Profiteam der Maloja Pushbikers. Und er macht noch so viel mehr. Er ist zum Beispiel auch Familienvater. Herzlich willkommen, Christian Grassmann. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Und damit auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum Wadelbeißer. Ja, Christian, der Begriff Macher ist für das Jugendwort des Jahres nominiert. Der Langenscheid Verlag versteht darunter jemanden, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Christian, siehst du dich als Macher? Das ist eine kleine, schöne Fangfrage zum Anfang. Ja, mein, was Macher? Ich glaube, es gibt viele Macher. Es gibt halt nur nicht viele, die es fertig machen. Anfangen, glaube ich, ist immer so das Leichte und einen Plan haben. Aber dann die Umsetzung, den Plan dann wirklich auch ins Leben zu bringen oder zum Leben zu erwecken, das glaube ich, das ist so das, wo die meisten immer scheitern oder irgendwo dann auch keine Hilfe haben. Ja, Thema Hilfe, wenn wir deine eigene Karriere kurz mal ein bisschen anreißen. Du bist zweifacher deutscher Meister im Madison geworden. Das ist eine Disziplin im Bahnradsport. Da fährt man in Zweierteams. Nicht ganz ungefährlich, wie wir vielleicht nachher noch erfahren. Du hast verschiedene Sechstagerennen gewonnen. Du hast unter anderem zweimal den Harlem Skyscraper Classic in New York gewonnen. Hast aber im Interview mit unserer Zeitung mal gesagt, dass es Siege gibt, die unspektakulär waren und zweite Plätze, bei denen ihr hochemotional gefeiert worden seid. Was war denn dein emotionalster Erfolg? Sicherlich beim Revolution in London und in Manchester, als wir das Revolution gewonnen haben, also so eine englische Rennserie, die damals live in Eurosport übertragen wurde, ähnlich zu der Track Champions League jetzt aktuell. Und da waren wir so mit die ersten Ausländer, die dieses Event gewonnen haben. Das war der Marcel Kaltz, der Live Lamparter. Wir waren noch dabei, Robert Bengsch und ich, genau, es war Viererteam. Und die Runden waren der Wahnsinn, das war ausverkauftes Haus und ich glaube, dass das so mit der emotionalste und größte Erfolg war. Ihr wart ja da in England auch relativ bekannt dann oder ziemlich gehypt. Wie war das? Ja, es ist halt, man merkt halt, dass es irgendwie immer Regionen gibt, für bestimmte Sportarten wahnsinnig viel übrig haben. Und bei uns ist natürlich jetzt der Wintersport, das ist klar, jetzt halt einfach geografisch gesehen oder von der Tradition her gesehen, ist das halt einfach das Ding schlechthin. Und es gibt Sportarten, die haben jetzt zum Beispiel in Norddeutschland wahrscheinlich relativ wenig verloren. Also wir werden außer die Katja Seitzinger aus dem Norden keine Top-Skirennläuferin wahrscheinlich mehr finden. Und genauso ist jetzt, ich sage jetzt mal, die Wüste in Gobi wird jetzt auch wahrscheinlich keinen Eishockeyspieler rausbringen. Und von daher hast du halt einfach für Regionen immer Sportarten, die dann die Fanbase auch glücklich machen oder das schaffen, dass halt da wirklich eine Emotionalität da ist. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade mit den Pushbikers auch so auf dem Weg, dass wir jetzt in der Region um Holzkirchen-Irschenberg einfach das Ganze so hinbekommen, dass wir wirklich eine Traditionsmarke und ein Traditionsteam werden. Und von daher möchte ich halt, dass die Jungen genau die Emotionen kriegen in ein paar Jahren, dass sie Radlfahrer sind, dass sie erfolgreiche Athleten sind, wie jetzt zum Beispiel wir in Bendigo in Australien oder in London oder in Manchester. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und dafür, glaube ich, braucht es Vorbilder, die aus der Region vielleicht kommen, das wäre noch besser, die da irgendwie verwurzelt sind, zu denen der Nachwuchs dann aufschauen kann. Und du warst und bist immer noch für viele, glaube ich, ein Vorbild hier im Landkreis, die mit dem Radsport anfangen. Bist aber als Kind auch erstmal Ski gefahren und bist dann aber, du hast gesagt, du warst ein bisschen zu schmächtig, zu leicht. Wie bist du denn dann überhaupt zum Radfahren gekommen? Es war halt im Sommertraining, da bist du halt Mountainbike gefahren und da gab es damals noch die Bayern Cup Rennen. Das war vor deiner Zeit, glaube ich, gar Ja. weit vor deiner Zeit. Das waren reine Uphill-Rennen und ich bin über diese Bayern Cup und Uphill-Rennen bin ich wirklich zum Rennradfahren gekommen und dann hat der Andreas Nitsch, damals mein Nachbar, gesagt, du musst Radfahren anfangen, du hast Talent, du kannst das. Und ich bin damals in der Gruppe, das war einmal in der Woche das Training am Maibaum in Holzkirchen, mit dem Bacher Max, mit dem Mektum, mit dem Ferkal Rudi, Huber Martin. Also es waren so wirklich die Holzkirchner Radsportler.
Die haben sich da getroffen und ich bin da mit dem Mountainbike mitgefahren, die ersten Male, und bin da ganz gut mitgefahren. Und irgendwann habe ich halt dann eben die Geschichte mit meinem Bankkonto gestartet und habe mir dann ein Rennrad gekauft. Die Geschichte mit deinem Bankkonto. Wie kriminell musstest du sein, um an der erste Fahrrad zu kommen, Rennrad zu kommen? Naja, ich war ja noch nicht strafmündig, also von daher war das zu der Zeit, glaube ich, eher Lausbubenstreich. Na, es war ja kein Streich, es war ja wirklich der unmittelbare und unbedingte Wille, Ja, Radl zu machen. hol mal die Leute mal ab. Also du warst, glaube ich, gerade in deiner Ausbildung. Du bist immer wieder nach München rausgefahren. Und wolltest dann Radl. Deine Eltern waren aber von der Idee nicht ganz so begeistert, und dann hast du dir selber zu helfen gewusst. Erzähl mal kurz. Genau, dann bin ich nach München reingefahren, habe das Sparbuch geplündert. In Holzkirchen hätten sie mich natürlich kennt und auch die Unterschrift von der Mama. Und dann bin ich in die Hypovereinsbank reingelaufen neben dem Bahnhof und war eigentlich gar nicht so aufgeregt, glaube ich. Also das war jetzt nicht so, ich wollte halt das Radl haben. Und dann habe ich halt da 3000 D-Mark oder 2900 D-Mark waren da auf meinem Konto, auf dem Sparbuch drauf. Und dann habe ich die runtergeholt und ich habe das Sparbuch immer noch. Es sind immer noch 4 Euro, glaub, na, 4, ja genau, ich glaube, es ist umgeschrieben worden. 4 Euro sind da immer drauf. Also das werde ich auf alle Fälle behalten, dieses Büchlein. Und bin dann mit dem Geld in die Lindwurmstraße mit der U-Bahn und habe beim Radsport Baldi einen gelben Martinello-Rahmen gekauft. Und ich war dann eben in der Berufsschule in München und habe dieses Radl eigentlich schon die ganze Zeit angeschaut und das war der große Traum und mit dem bin ich dann wirklich rausgegangen, Laufräder noch mit dabei gehabt und so ein bisschen Zubehörteile und dann bin ich wieder heimgefahren. Daheim angekommen, was haben Eltern gesagt? Naja, mein Gott, am Anfang, glaube ich, war mir das gar nicht so bewusst, was da gerade passiert ist und dann habe ich nach und nach die ganzen Teile zusammen und irgendwie hat dann der Papa natürlich auch geholfen. Also dann haben wir halt das Radl miteinander zusammengebaut, die Schaltung hier montiert und dann sind halt so nach und nach die Reifen gekommen und der Sattel und die Sattelstützen. Und es war halt immer was zu machen. Und da waren es dann auf einmal schon mit dabei. Und erst dann ist wieder negativ oder irgendwo ins Schlechte gerutscht, als ich halt die ersten Rennen gefahren bin und halt nur am Boden gelegen bin. Ich bin halt heimgekommen und war offen, gestürzt, war wieder was kaputt. Und das wäre halt auch nicht gegangen ohne Eltern und ohne, ich sag, vielleicht auch ohne die regionalen Radhändler, die mir halt ständig meine Radl zusammengeflickt hätten, weil das hast du so wahrscheinlich nicht leisten können, wenn du da als junger Sportler neigest und sagst, bitte reparieren, ich hol's morgen wieder ab. Ich glaube, in der letzten Minute waren schon einige Punkte, die dann tatsächlich auch so den Weg zum Profi ausmachen. Einmal so der unbedingte Wille, was zu machen, komme, was wolle, und sich gegen Widerstände durchsetzen. Dann auch ein paar Mal hinfallen, wieder aufstehen und weiter und weiter und weiter. Und dann ein paar Unterstützer einfach, die einen da supporten. War da dein Plan schon? Also wir sprechen jetzt davon, du bist ungefähr 17, 18 worden gerade. War da dein Plan, noch als Quereinsteiger Profi zu werden, oder hattest du einfach Bock auf Radeln? Na, das war nur, ich habe da einfach nur Lust auf Radeln gehabt und das war, da bist du dann irgendwo in der Gegend umeinander gefahren, hast die Straßen kennengelernt und jede Straße war eine Entdeckung und ein Abenteuer und du bist halt irgendwie gefahren, gefahren, gefahren und dann hast du irgendwo Leute kennengelernt. Und dann ist halt einfach dieses Hobby-Rennthema auf einmal dahingehend geändert worden, dass sie gesagt haben, ja, hol dir eine Lizenz, du musst unbedingt Lizenzrennen fahren. Und damals war halt der Radsport nicht so, ja, ich sage jetzt mal, en vogue und so hip und so wie es jetzt ist, dass du halt einfach Horden hast, die sich irgendwo in München treffen und dann über die Pupplinger Au rausfahren, sondern das war halt einfach, also Radsport war halt einfach wirklich, das war. Du bist im Winter mit Schutzblech gefahren, hast die dreckigsten und schiersten Klamotten auch gehabt und Hauptsache, du hast halt wirklich hart trainiert und das hat man halt auch nicht fotografiert und auch nicht gepostet, sondern es war halt einfach wirklich das, was halt der Athlet macht. Das ist halt in jedem Sport so, du postest nicht, sondern du ackerst halt dafür, dass du das Ziel erreichst. Und ich glaube, dass das Werte sind, die wir so jetzt, man merkt es irgendwo jetzt auch in dem Nachwuchsbereich verloren haben. Dass es immer darum geht, dass was nicht gepostet ist oder was nicht auf Strava ist, dass das eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Und das ist genau das Gegenteil zum Leistungssportler. Und ich glaube, da waren wir jetzt halt noch in der so 80er Jahre geboren, die Letzten, die das noch mitbekommen haben, dass man halt auch ohne Facebook, ohne Instagram, ohne Snapchat, ohne Tumblr, ohne was weiß ich überleben kann. Und
Das, wenn ich gehabt hätte, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich auch auf die Poser-Szene gerutscht. Wär's quasi auch gefährdet gewesen. Aber das ist, Glaube ja. wenn wir, bevor wir jetzt dann gleich eh zum Nachwuchs noch kommen, aber das ist schon auch was, was ihr, also so dieser hart arbeiten und der soziale, zwischenmenschliche Aspekt, den ihr im Nachwuchs schon auch forciert und da seid ihr richtig dahinter, also in Gruppen fahren, sich auf die anderen verlassen können. Das sind schon Werte, die dich auch während deiner Karriere begleitet haben, oder? Ja, unbedingt. Es geht auch nicht anders. Also wenn du Einzelkämpfer bist und immer nur alles alleine machst, dann überlebst du es auch mal nicht. Also psychisch bist du alleine. Du hast ja nur Gegner. Du fährst ja irgendwo in der Bahn und da sind jetzt nicht 50 Leute, die dich gern haben. Oder du hast jetzt ein Straßenrennen und die 200, die vor dir oder hinter dir stehen, die werden auch alles tun, dass du nicht gewinnst. Also das Ziel des Ganzen ist natürlich immer Erster und immer irgendwo schneller und immer irgendwo schauen, dass man clever ist. Und in einer Gruppe, in einer Dynamik, entsteht einfach dann so ein Drive, dass du jedes Jahr einfach noch schneller durchrauschen lässt, weil du halt einfach eine gute Zeit hast. Und es ist unmöglich, Leistungssportler zu sein, ohne eine dynamische Gruppe zu haben. Also ein Team ist das A und O und ein Umfeld, das dich halt auch hält. Vor allem dann, das weißt du selber auch, wenn du irgendwo mal richtig einschlagst und eigentlich gar keinen Bock mehr hast und im Bett legst und nur auf die Decke aufschaust und sagst, ich kann jetzt alles hinschmeißen und es ist mir wurscht. Und dann kommt jemand und sagt noch ein Wort und du bist 2 Tage später wieder irgendwo im Kraftraum oder bei der Physio. Und das ist das, was das Dynamische ausmacht. Ja, und gerade also Radsport, vermeintlicher Einzelsport, weil du alleine auf dem Radl sitzt. Aber gerade wenn man Bahnrad sowieso in Teams, wenn du 6-Tage-Rennen fahrst, wenn du Madison fahrst, bist du sowieso in einem Team unterwegs. Aber auch wenn man die Straßenrennen anschauen, gerade also die meisten werden zumindest die Tour de France kennen. Auch da ist keiner so gut alleine, dass er da alles abräumt, sondern auf ein gutes Team auch angewiesen, gutes Umfeld, gute Helfer, das auf jeden Fall. Du hast während deiner Karriere viele Rennen gefahren. Du hattest irgendwo mal gesagt, du bist um die 120 Renntage im Jahr. Das ist so alle 3 Tage Rennen fahren. Also gut, du hast mal eine Woche lang jeden Tag Rennen, aber im Schnitt alle 3 Tage Rennen. Und irgendwo dazwischen ist mal dein Sohn auf die Welt gekommen. Und du von A nach B in Düsseldorf gelandet. Der Papa hat dich abgeholt. Rotterdam, Bremen, schnell mal, wie emotional waren die Tage, Wochen da drumherum? Ja, es war, ich glaube, er wollte einfach raus. Also das war ja geplant irgendwie ein bisschen später und das war 2 Wochen zu früh. Und ich bin halt in der Zeit dann zurückgeflogen aus Launceston, aus Tasmanien. Dann bin ich in Melbourne gelandet und dann haben wir noch in Melbourne geskypt und dann bin ich in den Flieger eingestiegen nach Dubai und dann von Dubai nach Düsseldorf geflogen. Dann halt, ja, so ein bisschen der Haut in Düsseldorf okay, man hat mir der Papa von der Anne abgeholt. Und dann war ich daheim, habe ich noch was gegessen, habe ich mich hingelegt und irgendwie 3, 4 Stunden später im Eifel, glaube ich, war das, sagt die Anne, der Hannes kommt jetzt. Und dann sage ich, jetzt komm, Schmand, das braucht noch. Und dann ja, wenn es so halb Jetlag, dann realisierst du das gar nicht. Dann sagt die, ja, dann bleib du da, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und sage ich, nix da, ich fahre schon mit. Und dann war ich der Erste, der alles backelt hat, weil vor lauter Aufregung hat das ewig gebraucht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Genau, und am nächsten Morgen war das dann eigentlich relativ schnell. Ich habe nur was zum Frühstücken gekriegt und ein paar Stunden später war Hannes dann geboren. Also es war eigentlich die Nacht, war dann die Geburtsnacht vom Hannes. Dann war ich eben nur den Tag da und dann bin ich am Nachmittag um 4 Uhr bin ich nach Rotterdam gefahren. Da war am Abend der Start vom 6-Tage-Rennen, habe dann die Fahrerbesprechung sausen lassen. Und eben das Rotterdamer Rennen war ja dieses legendäre mit Roger Kluge und das haben wir dann auch gewonnen. Und da sieht man mal, was das ausmacht, ja, wenn man da einfach wirklich, wenn man das alles so mitnimmt und sich da jetzt nicht negativ beeinflussen lässt oder so Dinge absagt, sondern wenn man da einfach eine Mannschaft hat, oder ich zähle jetzt die anderen nicht zu meiner Mannschaft, aber wenn man da Rückhalt hat und eine Familie hat, die halt da genauso reinhaut wie jeder Helfer in einem Team oder in einem Club, dass man halt einfach dann was miteinander erreichen kann. Und dann die Geschichte wäre ja halb so interessant, wenn ich Dublin wäre. Also. Stimmt, kann man so sehen. Aber gerade da wieder das Umfeld, das halt dann so wichtig ist, dass du den Kopf frei hast und die Beine frei hast.
wenn wir zum Ende deiner Karriere springen, die ging etwas jäh zu Ende mit einem ziemlich heftigen Sturz. Ich glaube, du hast dir Schulterbrochen, Rückenmuskel ausgerissen in Australien. Das war schon geplant, dein letztes Rennen, wie du erzählt hast. Was fehlt dir denn am meisten aus deiner aktiven Profizeit? Natürlich, man hat immer in der Zeit gejammert, dass man so früh unterwegs ist, dass man so viel Zeit damit verbringt und dass man so hart arbeiten muss. Schwachsinn. Also, das ist eigentlich genau das, was mir am meisten fehlt, dass du so viel Freizeit hast, dass du so viel machen kannst, was du selber machen möchtest, dass du so viel Leute triffst, dass du die ganze Zeit irgendwie im Kontakt bist mit irgendjemandem, dass du mitkriegst, was in der Welt passiert und dass du halt einfach, ja, es ist so. Wir können jetzt nicht sagen, das Jet-Set-Leben, aber es ist schon in einer gewissen Weise einfach, du bist halt ständig unterwegs und machst das, wofür andere Leute bezahlen, und dafür kriegst du sogar nur Geld oder das ist einfach dein Job, ja. Und jetzt ist es halt so, wenn du siehst, was wir da jetzt in Holzkirchen für einen Arbeitsaufwand haben, damit wir überhaupt im Hintergrund so eine Mannschaft bestehen lassen können und was halt einfach noch dazu gehört, das Ganze irgendwo langfristig zu planen. Da muss ich echt sagen, ja, teilweise weiß ich nicht, ob sie das irgendwann einmal auszahlt, das ist die große Frage. Aber es ist Wahnsinn, ja. Das ist ein Wetter in die Zukunft, aber das war damals schon während deiner Karriere Leidenschaft, die dich zum Fahrradfahren getrieben hat. So wie du erzählst, hat sich das für dich vermutlich nicht so richtig nach Arbeit angefühlt lang, obwohl du natürlich, du hast mir irgendwas von 100 Stunden die Woche erzählt, die du einfach dann mit Training und gleichzeitig auch, und jetzt kommen wir zu den nächsten großen Punkten, mit der Organisation. Team, Verein, als Kapitän damals, dann auch alles irgendwie alles unter einen Hut kriegen musstest. Und du hast eben schon als aktiver Profi viel Organisation übernommen, hast, glaube ich, Logistiker gelernt. Also das kommt wahrscheinlich auch irgendwie nicht von ganz ungefähr. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, was machst du jetzt gerade eigentlich? Also in der Zeit war es halt echt cool, weil da hat man sich halt einfach Gedanken gemacht, wie man sein Training um das Restliche plant. Und das war ja genau der Reiz. Also auch, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, dass du nicht nur als Athlet dafür da bist, dass du trainierst. Also wenn du jetzt nicht in der Weltklasse unterwegs bist, dann ist das, glaube ich, das Allerwichtigste. Und mir hat das brutal geholfen, dass ich halt eigentlich mein Training um das Arbeiten planen habe können oder um ein Fotoshooting oder um egal was, ja. Und wenn du dann irgendwo schaust, was für Möglichkeiten gibt, dann muss man sich ja mal rechts und links ein bisschen Kreativität holen. Und bei mir ist ja dann in der Zeit eben einfach auch noch eine Geschichte bezüglich Training. Ich habe dann von einem Bergsteiger, von einem wirklich Hochgebirgsbergsteiger, habe ich mir mal eine Höhenzeit ausgeliehen. Und wir waren halt sonst immer im Höhentrainingslager in Livigno oder in Namibia sogar. Und da bist du halt nur unterwegs. Das heißt, du bist da 4 Wochen irgendwo in der Höhe. Es ist halt einfach zum Teil nervig, weil du fährst 100 Kilometer die eine Straße aussehen und dann drehst um und fährst mit Gegenwind mit 25 die Straße wieder zurück. Und das ist einfach, das hat mich so fertig gemacht. Und dann haben wir halt da ständig geredet und geredet und geredet und philosophiert. Und dann sagt er, ja, er hat eine Höhenzeit daheim. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwo dann mal ein bisschen zu basteln. Ja, Höhenzeit, ja gut. Also ist nicht gesellschaftsfähig, rate ich ja jedem ab, aber das war halt in der Zeit echt der Wahnsinn. Ja. Ich bin halt nirgends mehr hingeflogen, sondern ich war halt daheim, habe halt daheim trainiert, also sleep high, train low. Und das war perfekt. Also ich habe dann halt einfach zu drei Höhepunkte im Jahr, habe ich das Zelt rausgeholt, habe mich da halt in der Nacht eingeklickt für 8 Stunden und Also musste heißt, halt. beschreib ganz kurz, wie das aussieht. Also das Zelt über dem Kopf und trainierst rund auf der Rolle oder wie schaut das aus? Gar nicht. Das ist im Endeffekt wie ein Dreimann-Zelt. Also du stellst es übers Bett oder das Bett in das Zelt rein, dann ist das eine geschlossene Kabine, hast dann einen Kompressor, der reduziert die Luft. Also der setzt den Sauerstoffgehalt von der Luft auf eine gewisse Höhe, die kannst du einstellen. Das ist einfach wirklich frei wählbar. Und dann schläft man so auf 1800 bis 2000 Meter, muss mindestens 8 Stunden drin sein. Es ist natürlich sehr heiß und warm und der Kompressor, der ist sehr laut. Also es ist jetzt wirklich nicht gesellschaftsfähig. Aber es ist halt einfach genau das. Du musst dir immer Lösungen suchen für Dinge, die dir dann wieder was anderes ermöglichen. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann ein Macher im Sport unterscheidet von jemandem, der im System einfach nur mitläuft und hofft, dass er irgendwann einmal die große Chance kriegt, bei einer WM dabei zu sein.
Ja, du warst schon immer pragmatisch, kreativ, hast dann den RSV Irschenberg gegründet in deiner Heimatgemeinde jetzt mittlerweile. Aber nochmal, also du bist jetzt beim RSV Irschenberg mit dabei, du bist bei den Maloja Pushbikers mit dabei, du bist bei Maloja generell mit dabei, ihr habt einen Shop in Holzkirchen. Wie sieht deine Woche aus? Was machst du? Ja, also eigentlich auch nichts anderes wie sonst. Das ist halt einfach nur ein bisschen mehr Verantwortung geworden und ein bisschen mehr Mitarbeiter, also eben das Team. Klar, man sagt immer, man bräuchte wieder jemanden und noch jemanden, weil du entwickelst dich ja wieder weiter, wirst besser, dann brauchst du wieder neue Mitarbeiter. Dann drehen sich die Mitarbeiter natürlich im Betreuerbusiness sehr häufig. Jetzt gerade momentan hat der Rupert Hüdelmoser, unser sportlicher Leiter, der geht zu Felbermayr-Wels. Das heißt, die Ausrichtung von ihm ist er jetzt halt einfach mit dem 3-Jahres-Vertrag beendet. Also wir haben diese 3 Jahre wirklich super durchzogen. Und jetzt baust du halt wieder einen neuen Mitarbeiter auf, mit dem ich mich gleich im Anschluss treffen werde. Und so ist es halt einfach genauer ständiges, einfach Termin, Termin, Termin. Und man versucht halt so wenig wie möglich Fehler zu machen und irgendwas doppelt zu tun. Und dann haut es eigentlich ganz gut hin. Hat die letzten Jahre schon ganz gut hingehauen. Also als du damals angefangen hast mit dem Rennradsport, müsste so ja, Anfang der 2000er gewesen sein, als du dann auch 2004 oder was Profi geworden bist. Da war jetzt der Landkreis noch nicht so bekannt, also Radsport eh in der Krise, der Landkreis noch nicht so dafür bekannt, dass er viele Radsportler hervorbringt. Und das hat sich mittlerweile und durch deine Arbeit die letzten Jahre massiv geändert. Also die U17-Mannschaft vom RSV Irschenberg ist bei unserer Sportlerwahl des Jahres vom Miesbacher Merkur zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Also und holen Dutzende Medaillen bei deutschen Juniorenmeisterschaften. Was bedeuten dir dann solche Erfolge, wenn du sagst, okay, du hast das von klein auf mit begleitet, mit aufgebaut? Mir bedeutet das brutal viel, auch wenn ich nicht immer ständig dabei bin. Also das ist dieses nahbar sein und greifbar sein heißt ja nicht, dass du beim Training ständig dabei bist oder beim Rennen ständig dabei bist. Also das könnte ich nicht abdecken und das möchte ich ja gar nicht abdecken. Und da habe ich ja wieder im Hintergrund einfach das Team, auf das ich mich verlassen kann. Das ist der Christian Lichtenberg, die Claudia Lichtenberg, dann der Richard Dopians. Das sind wirklich die ganzen Trainer, alle, die ehrenamtlich beim Verein arbeiten und ohne die geht es nicht. Und das ist halt genau das. Also klar muss irgendwer dann immer den Kopf hinhalten und wenn irgendwas passiert, sagen, ja, Entschuldigung, ich war's oder wir waren's. Tut mir leid, wird nicht mehr passieren, aber dafür haben die dann einen Rücken frei zum Arbeiten. Also gern kümmere ich mich um die großen Sachen und vielleicht auch um die kleineren Sachen, wenn sie wichtig sind oder dringlich. Aber das Entscheidende ist halt einfach, dass die Trainer ihren Einsatz einfach ohne Stress und ohne große Diskussion führen können. Du sprichst auch, wenn du gerade vom Nachwuchs sprichst und so, immer von einem Generationenvertrag, nennst du das? Was verstehst du darunter? Das war der größte Schwachsinn, den ich jemals gesagt habe. Das ist wirklich, also das ist eigentlich genau der größte Zeitfresser. Also irgendwie mit der Aussage, glaube ich, habe ich mir sowieso selber ins Bein geschossen und muss mal schauen, ob das sich auszahlt. Also das ist halt, ja, alles, was nicht bezahlt ist, ist meistens emotional. Also das heißt, du kannst dann keinen rechtfertigen, du kannst kein Maß regeln, du kannst auch nicht irgendjemanden kündigen, du kannst dich auch nicht aufführen wie Kasperl, sondern du musst halt mit diesen Mitteln, die du hast, musst du so arbeiten, dass du die Leute, die du hast, immer bei Laune hältst und möglichst immer so ein gutes Gefühl für alle schaffst. Beim Team ist es wieder ein bisschen anders. Da ist es so, da bezahlen wir die Leute und da kann ich ihnen auch sagen, du Spezi, jetzt reiß die mal zusammen, ansonsten hat das Ding ein Ende. Und das ist, glaube ich, genau das, was so den Unterschied oder was die Schwierigkeit bei mir ausmacht. Ich habe teilweise einfach Leute, die bei mir im Profiteam arbeiten, als ob sie Ehrenamtler wären, bezahlt werden wollen, aber wie große Soigneure oder große Unterstützer, aber eigentlich nichts leisten. Und das ist so in unserer Gesellschaft einfach wirklich ein Riesenthema, dass jeder erst einmal die Hand aufhält, dir vorher erzählt, was er alles kann, dir dann eine Rechnung schreibt und über die Rechnung musst du dann diskutieren. Also wir haben wirklich einen Betreuer jetzt gehabt, einen Österreicher, der hat mir jetzt irgendwann einmal eine Rechnung über 2000 Euro geschrieben, hat aber 8 Arbeitstage gehabt. Und dann sagt er mir, ja, du hast ja gesagt, Maximalgehalt bei euch ist so und so viel. Und dann sage ich, ja klar, aber Maximalgehalt heißt, du buckelst, bis du umfällst.
Und das sind halt genau diese Themen. Du reichst jemandem die Hand, der glaubt, der ist im Sportbusiness und hat ein super Leben, kann selber trainieren, hat das tolle Material. Und wenn irgendwas ist, bringt das einen Mechaniker, der fliegt es dann schon. Und dann, wenn ich nur unterwegs bin, stelle ich nur Rechnungen dafür. Und das ist genau das. Du hast einmal das Profigeschäft, wo es wirklich darum geht, einfach 100% sich auf Leute verlassen zu können. Und auf der anderen Seite hast du das Vereinsgeschäft, wo es wirklich darum geht, dass du 100% dich auch auf die Leute verlassen musst, weil du halt einfach für das Ehrenamt sonst niemanden bekommst. Also dem musst du auch irgendwas geben. Also einfach eine wirklich, ja, was ist das Wort dafür? Ja, es ist Es schon ist so, eine. dass eine gegenseitige Wechselwirkung hat, dass die Profis natürlich vom Verein auch irgendwie zehren können, dass der Verein Nachwuchs ausbildet, der jetzt dann oder jetzt langsam immer mehr auch tatsächlich Erfolge und Profis hervorbringt. Und gleichzeitig profitiert natürlich oder muss es irgendwie möglich sein, dass der Verein auch von den Profis profitiert, oder? Also es ist schon so, dass das zusammenhängt. Ja, es ist unmittelbar. Es ist selbst die Hobby-Truppe oder die Jedermann-Truppe, die wir am Dienstag, am Donnerstag haben, oder dieses Ride-Our-Roots-Konzept, das wir fahren mit den Routen. Das ist alles irgendwie eine Verzahnung. Also das heißt, jeder, der dafür was macht, wenn der zu uns kommen würde und sagen würde, er kriegt jetzt da einen Stundenlohn von 70 Euro oder von 60 Euro, weil er gerade die Webseite programmiert hat oder weil er gerade die Route erstellt hat, dann wäre dieses Konstrukt so, wie es jetzt gerade momentan ist und allgemein wäre es nicht möglich. Es ist unmöglich, es geht nicht. Es ist einfach diese Arbeitsleistung, die basiert rein auf Freunden und auf einem Netzwerk. Und das ist, glaube ich, das dann am Ende Entscheidende, weil wenn du dann Sponsor bist, dann möchtest du natürlich in das gesamte Konstrukt rein und nicht nur in das Profiteam. Und darum ist es halt für mich ja so wichtig, dass wir jetzt halt für nächstes Jahr, das erste Jahr als Union Rugby, einfach diese Annäherung an die Community wieder so dermaßen stark hinbekommen, dass das eigentlich so einer der Pfeiler wird für die nächsten Jahre. Weil wir schaffen es ansonsten nicht, einfach dieses Gefühl und diese Erfolge, die sie einfahren, an die Leute zu bringen. Und im Training mit Pippo, also jetzt vor 2 Wochen war der Pippo im Training, Filippo Fortin, Daniel Pichelmann ist einer, der immer im Training ist. Das heißt, die werden halt dazu Helden. Das heißt, wenn da 30, 40 Leute da sind und der Dani oder der Pippo fahren mit, dann ist das natürlich einfach cool, weil die können halt einfach in live einmal zeigen, was die halt dann wirklich drauf haben. Weil das schaut im Fernsehen oder irgendwo, wenn man es auf Bildern sieht, immer so langsam aus. Aber da ist halt einfach richtig Zug dahinter. Und für mich, ich fahre noch gern mit, ja, und ich kann auch 2 Stunden noch einigermaßen draufsteigen, aber nach 2 Stunden, einer Minute muss ich irgendwo die Wirtschaft herhalten oder ich muss halt extrem verpflegen und die fahren halt ständig und das ist halt einfach cool zum Sehen. Und das ist ja genau das, was, wenn wir jetzt nochmal kurz ein Roundup machen, das, was du als Kind oder als Jugendlicher nicht unbedingt hattest, die Vorbilder im Landkreis, die einmal die Rennen mit oder die Trainings mitfahren, das haben die Kinder halt jetzt. Und da hast du im Landkreis Miesbach einen großen Schritt dazu beigetragen. Euer Profiteam ist jetzt ein UCI-Kontinentalteam. Das ist quasi die dritte Liga im Radsport, kann man so sagen. Was sind denn deine Träume, die du jetzt im Radsport noch verwirklichen willst? Also der oberste und wirklich wichtigste Traum, der mir jetzt für nächstes Jahr einfach am Herzen liegt, ist einfach die Planungssicherheit für mich selber, weil jetzt gerade im Moment ist das fünfte Standbein unseres gesamten Sponsoring-Pools natürlich der Laden und der Shop. Das heißt, wir wirtschaften an sich keine Gewinne mit dem Vertrieb von Radsportartikeln, Geht direkt sondern in wir den Verein. Genau, es geht 1:1 in Verein und eben in die Mitarbeitergehälter. Ich selber, ich bin bei Maloja angestellt, also in Rimsting. Und ich habe eigentlich für mich beschlossen, dass solange das so läuft und ich da heute halt mit Maloja einfach so einen Partner habe, der mir halt diese Loyalität gibt und bin ich ja so, dass ich diese Loyalität zurückgib. Natürlich bauen wir gerade was auf, das kostet einfach auch richtig Geld. Und solange wir nicht irgendwo auf einer gewinnerwirtschafteten Straße fahren, wird sich das auch anders nicht tragen. Und das ist jetzt aber gar nicht das Jammern an der Sache, sondern das Jammern an der Sache waren einfach die letzten 2 Jahre, dass du teilweise am 25., ist es schon, 24. Oktober nicht weißt, ob du eigentlich am 30. die Gehälter zahlen kannst. Also, das ist so.
Es geht immer, es findet sich immer eine Lösung, aber es ist teilweise so zäh, dass du halt einfach ständig ein Rauf und Runter des Kontostandes hast, der halt einfach für so eine Grundnervosität sorgt. Und das ist genau das, sagen wir wieder beim Team. Wenn das Team im Gesamten so zusammenläuft, dass du halt einfach das Grundrauschen dauerhaft hast und du dich verlassen kannst, dass das Geld dann auch da ist, dann ist das Arbeiten auch deutlich leichter, weil eben genau das wieder so eine Fehlerquelle ist, die dann heißt, okay, ich muss wieder bei der Bank anrufen und fragen, du, eventuell kann es am 5., 6. ein bisschen knapp werden. Wir werden ins Minus rutschen. Und diese Anrufe, die habe ich so satt. Das ist, aber es war halt jetzt mit dem Corona-Thema echt richtig bescheiden. Habt ihr vermutlich auch gemerkt, keine Bahnrennen und generell alle Sponsoren werden vermutlich ihre Investitionen nochmal überdacht haben, überdenken. Du hast mal gesagt, du kommst selber dann oder du hast deine erfolgreichste Zeit auf der Bahn gehabt. Ihr seid dann zum Training ganz oft nach Augsburg gefahren. Die Bahnen in München, die wurden abgebaut oder weggesägt, dass sie nur für große Events wieder aufgebaut werden konnten. Eine Bahn im Landkreis war dein Traum, hast du mal gesagt. Ist dein Traum, ist immer noch dein großer Traum? Also ich glaube, dass das jetzt gerade momentan so weit weg ist. Also es ist auch für mich vom Kopf her so weit weg, dass ich gerade im Moment wirklich keine Chance habe, da nur im Ansatz irgendwo drüber nachzudenken. Also das ist einmal natürlich jetzt das Politische, dass du diese Grundstücksfläche natürlich bräuchtest. Dann ist der Bahnbau verbunden mit einem, ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich 5 bis 10 Jahresprojekt, wenn du jetzt wieder anfangen würdest, da was zu bauen. Und für mich war halt dann eigentlich also mit dem Tod vom Hans Schönauer, war dieses ganze Thema einfach weggewischt. Also das ist als ich war da eben auch in Australien in der Zeit, als er gestorben ist, und das hat mich schon brutal getroffen, weil das war genau der Macher aus Irschenberg, war halt der Hans. Also das heißt, das war halt War genau Bürgermeister der in Irschenberg, Bürgermeister in kurze Zeit, Irschenberg, ja. genau. Und klar, ich sage jetzt nicht, dass der das einfach durchgewunken hätte oder realisiert hätte, aber er hätte halt einfach, er wäre eine Meinung gewesen und eine Person, die sich dafür eingesetzt hätte. Oder halt, wenn sie es nicht gewollt hätte, hätte ganz klar Nein gesagt hat. Aber es war, gab halt nie ein Nein, sondern das war halt einfach, das stand im Raum und man hat sich da ein bisschen gestreut und es gab Leute, die fanden es gut und es gab Leute, die haben gesagt, der ja, so ein Schmarrn. Und die musst du halt auch überzeugen und die musst du in ein Boot bringen. Ganz kurz noch zum Schluss. Du bist jetzt 15, 20 Jahre so im Landkreis im Radsport unterwegs. Du hast mit dem Hans Schönauer gerade angesprochen, damals den RSV Irschenberg gegründet und jetzt gibt es 300 Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer im Landkreis. Hättest du dir das vorstellen können vor 15 Jahren? Ja, geträumt habe ich schon. Also wir haben da schon wirklich lang und oft philosophiert, da mit dem Andi Mittag von Maloja im Marketing, weil ich war halt einfach so ungeduldig und ich habe das nicht verstanden, dass das nicht einfach nächstes Jahr schon geht oder 2 Monate später oder warum im Training nur 5 Leute dastehen, obwohl es eigentlich nur hagelt oder nur schneit und da kann man doch nicht zum Training gehen. Also es war halt so. Ich glaube, man braucht für alles Geduld. Und das war das absolute Schlüssellernen vom Andi. Ja, jetzt gib mal Ruhe und hab mal ein bisschen mehr Geduld. Und ich glaube, da ist noch viel mehr möglich. Man braucht nur die Geduld. Und wenn die Straße stimmt, auf der man fährt, dann hast du schon mal den richtigen Weg, also die richtige Richtung. Und die ist ja da. Also die stimmt. Entscheidend ist dann, du kannst dich nicht um jeden kümmern. Also jeder Einzelne kann natürlich eine Betreuung bekommen. Egal, ob das jetzt ein ganz junger ist, U6 oder U7 oder ob es ein U15 ist oder U17. Aber du kannst nicht jeden persönlich betreuen, als ob es Eddy Merckx wäre oder keine Ahnung. Also es geht einfach nicht. Also musst du die Richtung vorgeben, in der die alle schwimmen. Und dann gibt es eben die Kadergeschichten. Das heißt, sobald die dann eine Kaderzugehörigkeit haben, haben sie dann eine bessere Förderung, Fördermittel. Und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und das ist das Schöne, dass man halt dann da wieder sieht, dass es natürlich eine Leistungsgesellschaft gibt, dass wir nicht alle gleich sind. Aber wenn wir alle in die gleiche Richtung arbeiten, gibt es halt gleich und gleicher. Und da hinzuarbeiten, dass du halt einfach genau diesen Vorteil hast des besseren Materials, der besseren Physio, der besseren sportwissenschaftlichen Thematik, dann kannst du es einfach schaffen, wirklich ein Champion zu werden. Und ich glaube, dass wir da im Verein ein paar ganz coole Mädels vor allem auch und Jungs haben, die ja wirklich das Zeug haben, sich da durchzubeißen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Christian. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, sie ist sehr begrenzt, deine Zeit. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank für eure Zeit und für die Einladung.